Wenn du als Trainer einen Ball anwirfst für einen Zuspieler, dann wirfst du den Ball eigentlich nicht dahin, wo der Zuspieler steht, sondern immer so, dass der Zuspieler sich nach vorne auf den Ball zubewegen muss. Ja, nicht immer. Man muss natürlich auch andere Sachen lernen, aber im Prinzip möchte ich gerne, dass mein Zuspieler den Ball vor sich spielt und nicht hinter sich. So lieber, dass die nach vorne bewegen als nach hinten. Aus zwei Gründen. Eins, es ist viel präziser, wann ich den Ball vor mir nehme, als wann ich ihn rückwärts hange. Und das Zweite ist, es ist auch für den Gegner viel schwieriger zu sehen, wo ich den Ball hinspielen würde. Wann ich den Ball hinter mir nehme, ist in vielen Fällen geht der Ball auch zurück, Richtung Position 2 zum Beispiel. Und wenn man da mehr das gleich machen kann, so die Ball, die nach vorne geht oder die Ball, die nach hinten geht, gleicher aussehen am Anfang, macht das es schwieriger für die Mittelspieler, die Entscheidung zu machen. Und auch im Zuspiel ist wieder die Devise, eigentlich die Finger, solange es regelgerecht ist, so lange wie möglich am Ball zu halten und den Ball hinterher zu zeigen. Ja, weil wenn ich lange Ballkontakt habe, habe ich mehr Kontrolle. Natürlich beim Zuspiel müssen wir da aufpassen. In Vorbereitung auf dem Spielen ist es noch ziemlich kurz, den Kontakt. Aber sobald ich den Ball berühre und den Ball wegspiele, versuche ich wirklich meine komplette Bewegung zu machen, Richtung, wo ich den Ball hinhaben will.